Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Wir haben uns im letzten Part ein bisschen angesehen an kleinen ruhigen Momenten. Und wir haben festgestellt, dass ihre Mutter ein bisschen gemein werden kann. Zack, jetzt habe ich doch keinen Glück. Wow. Boom. So, das war der. So. So. Oh, das war schon. So, wir wollen auf jeden Fall hier ein bisschen trainieren. So, dann können wir theoretisch das da direkt draufhauen. What? Oh, er ist tot. Sorry. So, dann wollte ich einmal so ein Ding jetzt ausprobieren und dann geht das wieder nicht. Schöne Combo. Na toll, jetzt sind wir auch noch umgefallen. Jetzt würde ich hätte schon draufhauen können. Na ja. Oh, toll, jetzt würde sich wieder ein Ticket zu mir ein. Der Sack. Ich hab doch zu viel Schaden gemacht. Langsam ist aber auch schon ein bisschen nervig. Wir können mal das probieren hier. Dann machen wir das. Ah, shit, das hat hier nicht gereicht. Das wäre perfekt eigentlich. Das ist eine schöne Kombo. Das erste muss halt nur funktionieren. So. Was ist das Grüne da links? Ein Kristall oder so? Ach ne, das war der NPC, genau. So, dann hauen wir die nochmal kaputt. Nein, zu spät. Oh, und doch nicht. Die haben uns selbst aufgehauen, das ist sehr schön. Also den ganzen Gewusel gehen diese Ziele ein bisschen unter, gerade wenn sie so klein sind. Aber naja, gut. Wir sehen, ob Schalk angreift oder nicht. Letzte Fähigkeit dauert immer so lange. Das ist das Doofe. So. Oh, das ist ja gut. So. Ah, doch. Komm, das funktioniert. Sehr geil. Das braucht dann auch einiges, ne? An Fähigkeiten. So. Die kann aber auch gleich down. So, das war der. Zack. Na, schubst du ihn um? Nein, schade. So. Perfekt. Dann können wir uns jetzt mal wieder zurück zur Stadt teleportieren. Das bisschen Training musste reichen. Ah, wir fangen hier an. Na komm, machen wir.
Den hauen wir nochmal kaputt. Uns fehlt noch einiges an HP. Oh shit. Verdammt. Ah, schade. Aha. Jetzt darf ich von ihm angreifen. Eigentlich wollte ich das da machen. So, Abwehr senken. Das ist ja auch nicht in Schwanken bringen. Krass. So. Ups, so. Hier, komm, hauen wir mal drauf. Nein, viel zu früh. Nein, zu spät. Auch wieder nur einmal. Oh, das hat doch schön Schaden gemacht. So und auf. Ach so. Das ist ein blöder Vogel. Was ist denn mit ihm? So. So. Blöder Vogel. So, sehr gut. Erfahrungstechnisch fehlt uns aber echt eine ganze Menge noch. Wow. Da lang war es, oder? Ah, sagen wir das noch ein. Genau, da beim Friedhof. Nein! Kann ich daran vorbeischwimmen? So, wir haben den Kristall. Ach ne, die Blumen war das für ihn, genau. Wow, das sind also Mongolblumen. Er weiß nicht mal, wie die aussehen? Wenn du es nicht weißt, dann hätten wir dir jede Blume geben können. Vielen Dank, dass ihr danach gesucht habt. Viele sind gestorben beim Versuch, Alchemas zurückzuholen. Darunter war auch jemand, den ich sehr bewundert habe. Er war so stark und gutmütig. Er war für mich wie ein Bruder, den ich liebte. Ursprünglich wollte ich die Blumen ja selbst für ihn finden, aber das kann ich ja mehr als künftiges Ziel setzen. Jedenfalls vielen Dank nochmal, ich werde sie gefangen. Okay. So. Sprechen? Nee, ich wollte eigentlich das Grab angucken. Aber hier ist einfach nichts. Schade. So, dann einmal. Oh, das ist noch eine neue Mission. Ey, das sind mir zu viele Nebenmissionen. Ich meine, ja, wir kriegen hier schön Erfahrung und Geld auf jeden Fall, aber. Boah. Zu viel. Einfach zu viel. So, hier. So, now what we need to do is. Modify the weapon to incorporate the crystals. Hmm. Radzim, sir! Fog beasts have broken through the gates! They're through. If only they'd waited a few hours. Chulk, defending Grandel is our priority. Follow me. Right. We shall deal with the intruders. You get the villagers to safety. Okay. Teelan, you stay put. Gotcha! Okay, verteidigen wir. Oh, kann ich mich auch hinporten. Geht schneller.
Ach, sie kämpft auch mit. We're here to help. This rabble won't stand a chance, not against the big one. We'll keep the small fry off your back. All right. You go no further. Yeah. Fleet light is no use. Keen'll make you full of holes. And Nene teach you better manners. Ja, komm mal her, Großer. So, ist halt 71 nur. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind für die Hauptmission viel zu überlevelt. Aber für andere Sachen dann wieder total unterlevelt. So, verlängern. Das. Ach stimmt, die Kleinen haben sie wirklich. So, dann wieder von der Seite. Nee, jetzt habe ich schon nichts mehr. Hm, doof. Ich krieg keinen Schaden. Was können wir machen? Wow, schon wieder. Nice. So, mal von hinten angreifen. Das. Easy. We beat them this time, but the numbers are against us. I hate to say it, but if you'd already left when the attack happened, we'd be smoke. Fog King must go! Down with Fog King! Situation is tough. I agree. Melia? I'll do it. I will bring the companions back to lend you aid. They won't agree. You know they despise us. They must see the danger. They will understand what needs to be done. Yea. As soldiers of the High Entia, they know it's their solemn duty. Hmm. I swear it. I will bring them back with me. Please. Trust me, Radsom. I'll be right here, trusting and waiting. Tyrea. Yeah, yeah. Hurry up and go. But I haven't even... Defend this place until I return. Those are your orders, right? Though we're short-handed as it is. Will you be okay? Just go, before I change my mind. Thank you. We'll be quick. Movement! Multiple biggins confirmed! Impossible! More already! If the rift grows any wider than it is now, Grandel is lost. We must hurry. Come, follow me! You head straight for the Cape. What are you saying? This will take all of us. I know exactly what my orders are here. I hope I don't have to remind you what yours are. But that's... You said it yourself. If the rift grows any wider, there's no way we'll be able to hold this place alone anyway. This is our last chance to enlist the Companion's aid. Tyrea. Radsom is trusting you with this. Now you put your trust in me. Come on. We make for the Companion's Cape. Nicht bevor wir noch ein paar Sidequests gemacht haben. Wir haben nämlich noch was zum Abgeben. So, oben war noch einer. So, hier. Hast du deinen? Krams für den Ring.
Habt ihr etwas erleuchtet gefunden? Gut, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Bitte sehr, hier wäre der Ring, um den ihr mich gebeten habt. Ich finde das Ganze nach wie vor etwas seltsam, aber nur zu, gebt ihn Adric. Machen wir. Ups. Autsch. So, wo war Adric jetzt? Der war doch auch irgendwo hier. Oder? Seltsam. Verdammt, wo war der? Hier draußen? Der Händler. Was ist der Typ? Na, reden wir erstmal mit dir. Na, komm. Oh, der Ring ist fertig. Und wie schick er aussieht. Halt, was muss ich da hören? Karz ist derjenige, der ihn angefertigt hat. Ich will ehrlich zu euch sein, ich kann diesen neunmal klugen Blechfuzzi nicht ausstehen. Aber hier geht es nicht um mich, sondern um Frau Winnie. Also sollte ich einfach dankbar für den Ring sein. Frau Winnie hat früher mit einem reinblütigen Rentier in Alkamos gelebt. Deswegen ist sie nun ganz allein. Damals war es peinlich für sie, als Homs in Alkamos zu leben. Und ich konnte nichts für sie tun, nur zusehen. Aber so muss es nicht mehr sein. Ich kann es nicht länger ertragen, Frau Winnie so niedergeschlagen zu sehen. Ich werde ihr diesen Ring geben und sie wieder glücklich machen. Danke sehr, ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Danke. So, dann haben wir da drüben nochmal was. Und das also, diese Hutverkäufe. Und damit könnte ich Großvater helfen. Das ist so toll, ich bin so froh, danke. Solange Großvaters Bein defekt ist, habe ich Angst, dass er nicht schnell genug laufen kann, wenn wir mal fliehen müssen. Und ich will nicht wieder allein sein. Genug davon. Ich muss mich zusammenreißen, statt hier rumzuholen. Ich mache mich sofort daran, Großvater zu heilen. Tausend Dank dafür. Kommt ruhig mal vorbei. Dann stelle ich euch Großvater vor. Ihr würdet euch sicher gut verstehen. Okay, danke. So, wir haben so viel Zeug gekriegt. Eigentlich müssten wir noch mal was haben, was besser ist, oder? An Ausrüstung. So, gucken wir auch mal nach. Ausrüsten. Hier natürlich wieder nichts. Moment, ist er stärker geworden? War es nicht bei 700 irgendwas? Levelt das Ding mit? Oh. Ja, auf jeden Fall interessant. So, minus physische Abwehr, dafür mehr Ätherabwehr. Ist aber schon ausgerüstet. Nee, warte mal. Wer hat denn das? Achso, er. Ja, wenn nichts, das wirklich besser ist, ne? Das ist schlechter. Das ist schlechter. Das gibt's doch nicht. Das ist ausgerüstet. Na toll. Das hier vielleicht? Nö. Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Ist alles schlechter, was wir kriegen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Minus. Minus. Auch minus. Minus. Wow. Minus. Minus 60 ist einfach zu schwach, weil wir hier schon 70 haben. Oh wow. 50, auch minus. ...108, auch zu wenig, wow. Ja, weil wir das da haben. Oh, das glaube ich nicht. Heftig. Wie schlecht diese Items alle sind, die wir hier bekommen in den Quests. So, das vielleicht noch? Nö. Nö, gar nichts. Auch schlechter. Nö. Ja, aber nichts, was gut ist. Krass. Das finde ich schon ein bisschen
doof, muss ich sagen. Ich mache Quests, damit ich ein bisschen Geld kriege und sowas, und im Grunde bringt mir das gar nichts mehr. Weil ich kann mir nichts Besseres kaufen. Alles nur Minus, Minus, Minus. Nein, kann ich eigentlich knicken. Ich hoffe, ich finde einen Händler, bei dem ich irgendwie was Cooles kaufen kann. Irgendwas, was richtig krass besser ist. So, ihr Stab. Minus. Das lohnt sich einfach nicht. Das lohnt sich nicht. So, sonst irgendwas? Machen wir mal Schalk. Das hier wird sich auf jeden Fall lohnen. Ätherabwehr halt übelst hoch. Er hat aber auch eigentlich mal was, ne? Das hier wird sich auf jeden Fall lohnen. Für Schalk. Ah. Endlich haben wir mal was. Das ist gut. Soll ich das jetzt kaufen? Wir haben 300.000, ja, komm. Einmal. Das ist nur für sie. So, was kannst du haben? So, hier plus 18, 24. Warte mal, ich möchte erstmal hier die... Ach nee, ist ja gar nicht für jeden Einzelnen. Kaufen wir das. So, und sie kann... Das ausgerüstet, das ist besser. So, und für sie kaufe ich nichts. Kommt Schalk wieder dran. Boah! Plus 57 Etappe. Das ist nice. Oh, das ist noch viel besser. Ah, jetzt lohnt sich das. Endlich lohnt sich das. Ja, komm, kaufen wir. Du kannst das Ding haben. Und sie kriegt das da. So. Was kann er denn jetzt kriegen? Das hier. Der Kleine kriegt das. Jetzt wird es aber echt teuer langsam. Wenn ich die ganze Ausrüstung hier durchtausche. Fangen wir erstmal bei ihr an. So. Und sonst kriegt Schalk noch ein bisschen was. Haben wir das schon? Ich weiß nicht. Na, können wir uns das schon nicht mehr leisten. Dann kriegen wir halt das noch. Wow. Gut, dass wir doch ein bisschen gespart haben. Ausrüsten. So. Du kriegst was Neues. Und du hast was Neues. So. Das Ding neu. Das Ding neu. Das Teil auch neu. Die Beine kommen neu. So, das haben wir gerade getauscht. Das lohnt sich. Ne, das haben wir vergessen. Nicht gerade gekauft? Egal. So. Das hier ist besser. Endlich mal was Besseres. Nee, das war's nicht. Hab ich keine Beinschützer gekauft für ihn? Ach nee, die kann ich mir nicht leisten, genau. Aber dann die Stiefel. Schick. Jetzt in. Wenn wir uns jetzt dann die Hose leisten könnten, wäre das super. So, dann. War es das soweit? Dann kann sie eigentlich auch mal was kriegen, was vielleicht ein bisschen besser ist. Nur so als Notfall, damit sie auch was hat. Hier die Stulpen. Das ist jetzt quasi seine Ausrüstung, die er hatte.
Ja, bis auf die Hose, ne? Kann man uns für ihn nicht kaufen. Stiefel, hier 104. Oh. Ja, wir müssen uns nochmal eine Hose kaufen. Schalk, du brauchst Kohle. So, dann gucken wir doch mal, was können wir hier an Mutwandel. Mutspanne sinkt um 31%. Dadurch ändert sich der Mut leichter. Mutspanne. Hm. Ich weiß nicht, ob die wirklich so gut ist. Auraheilung. Schaltet 2 Sekunden 78 KP her, solange die Aura aktiv ist. Hm, das könnten wir für unseren Tank benutzen. Heilung hoch. Hightechnik auf den Träger. Oh, warte mal. Da machen wir doch lieber erstmal sie. Heilung. Auraheilung. Genau, diesen Ausgerüstet. T-Siegelresistenz. Mit Technik-Siegelresistenz um 33%. Panikresistent. Mhm. Max-KP. Oh, um 20%, das ist gar nicht schlecht. So, Ohnmachresistenz, Schwächenresistenz. Erhöht Resistenz gegen alle Schwächungen. Kriegst du. Das lohnt sich bei dir. So, nochmal Heilung. Heiltechniken, jawohl. Mit dem bin ich zufrieden schon mal. So, dann Mutwandel, weiß ich nicht. Panikresistenz. Brauchen wir, glaube ich, nicht so oft. Ohnmachresistenz. Wird Ohnmachresistenz um 29%. Ohnmachtresistenz. Wird Bewegungstempo? Ja, warum man nicht? Ätherbarriere. Tritt zu Kampfbeginn in Kraft. Mindert Ätherschaden um 33%. Ist sie durchgehend oder nur am Anfang? Ätherbarriere. Tritt zu Kampfbeginn in Kraft. Achso, ist beides das gleiche. Ein bisschen stärker. Oh komm, nimm. Eigentlich brauche ich ja Damage, ne, für ihn. Mutwandel. Mutspanne, genau. Stachelschutz, Stachelschutz, Ohnmachresistenz, Stärke. Wer hat das denn? Haben wir schon. Soforttodresistenz. Erhöht Ätherabwehr. Stacheln. Fügt Angreifer 100% Schaden zu. Das können wir eigentlich unserem Tank geben. Ätherbarriere. 24%. Moment. 34. So, wenn ich noch irgendwas, das Schaden macht. Stärke haben wir, Stacheln. Ätherangriff, erhöht Ätherabwehr. Ohnmachtresistenz, Zielzwangresistenz, erhöht Zielzwangresistenz. Keine Ahnung. Max KP, Heilung. Heiltechniken auf den Träger stellen 20% KP her. Also mehr her. Stärke. Ja, komm, nehmen wir hier Stärke. So, erhöht Agilität um 14, aha. Max KP, Giftschutz, Max KP. Ja, hier nimm. So, was kannst du gebrauchen? Panikresistenz, ja, warum nicht? Tempo, Ohnmachresistenz. Bist du öfter ohnmächtig geschlagen? Du brauchst auf jeden Fall irgendwie so Schutzdinger, ne? Und Ätherbarriere, warum nicht? So, was kann sie nochmal kriegen hier? Ohnmacht, Umwerfen extra. Warum hat sie so viele Möglichkeiten hier? Die muss ich wahrscheinlich die Grünen einsetzen. Jetzt werden die nicht alle oben. Umwerfen, Blutung. Autoangriff zusätzlich 100 Blutungsschaden. Oh, nett. Guck, erstmal können wir ihr eine neue Waffe geben. Blockrate. Nee, sie ist kein Tank. Oh. Kometenstock. Sogar noch besser. Ja. 590, dunkler Stab. Oh, dunkler Stab habe ich hier nochmal in etwas besser. Warte mal, dunkler Stab hat keinen Slot. Und der hier hat 3 Slots. Das ist doch nett. So, dunkler Stab. Habe ich noch irgendwas anderes Gutes? Was irgendwie 500 übertrifft? Nein. So, machen wir eine Blutung. Haben wir. Ungeworfene Gegner bleiben 37. Oh, schön. Sie hat echt gute Sachen. Erhöht Geschwindigkeit des Autoangriffs. Oh, warum nicht? So, Sternenschmuck. T-Siegelresistenz. Ach, sie hat das mit den Siegeln, ne? Erhöht Technik-Siegelresistenz um 30.
33% Technik-Serie Resistenz. Eigentlich muss ich das doch mehr machen, oder nicht? Mutwandel, Stachelschutz. Ohnmachtresistenz. Ohnmachtresistenz um 28. Okay. Erhöht Ether-Abwehr. Ether-Barriere. Ja, nehmen wir das noch. Die Rosen müssen wir mal gucken. So, jetzt möchte ich mal kurz unseren Tank angucken, ob wir doch nicht vielleicht hier was anderes reinhauen. Stacheln hätte ich ganz gerne. Wo sind die Stacheln? Kannst du die Stacheln gar nicht haben? Stacheln, Stacheln, Stacheln. Doch, da. So. Sehr gut. Haben wir uns schon mal wesentlich verbessert. Wie gesagt, die Rose müssen wir uns noch leisten, wenn wir nochmal irgendwo eine Nebenquest machen. War hier nicht irgendwo gerade noch eine Quest? Wahrscheinlich wieder am Tag, ne? Da sollen wir jetzt eigentlich hin. Okay, wir werden die Zeit nochmal umstellen. Zeit einstellen. Ja, zack. Morgens. Da ist eine Quest. So. Mit dir quatschen wir nochmal und dann hören wir auch auf. Ich würde gerne mit Kino reden, wenn das geht. Okay, reden wir über Nissa. Warum mit Kino? Achso, ja, der hat ja Freunde gebracht. Ja, gut. Wir haben uns super ausgerüstet. Ich bin zufrieden. Und ja, schade, dass wir das Monado nicht irgendwie noch aufwerten können. Na egal. Wir beenden jedenfalls hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.